Also ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, mit den wenigen Mitteln, die uns ja zur Verfügung gestellt werden, eigentlich vom Land zu haushalten und auch was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Und das Land wiederum, was natürlich auch wissen will, wohin gehen die Mittel, also eine gewisse Transparenz erwartet, was man ja auch verstehen kann. Das sind natürlich die Interessen so vermeintlich. Was ich aber, ich glaube, dass da ein Problem die öffentliche Verwaltung mit Sicherheit auch ist, die natürlich ihren Sinn hat, aber dennoch auch Versteckmöglichkeiten bietet für diejenigen, die sich zum Beispiel nicht mehr so sehr engagieren. Also was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass ich den Eindruck habe, dass sich Engagement und sich verantwortlich für Dinge anzupacken oftmals eigentlich nicht mehr lohnt. Oder zumindest es den Anschein hat, als ob es sich nicht mehr lohnen könnte. Ich merke, dass von Ihnen auch die Antworten auf diese ganzen Wünsche und Fragen, die Bereitschaft ist ja da. Das ist ja auch unverkennbar und die Motive sind redlich. Aber ich glaube, dass das, was manchmal Groll oder Wünsche hier hervorruft, vielleicht die Effizienz ist oder zumindest das nach außen sichtbar. Denn so redlich wie unsere Inhalte hier auch sind, so macht es leider, wie es nun mal so ist, die Verpackung auch aus. Und das, ich glaube, das ist eine Entwicklung, der wir uns nicht verschließen werden können. Und dann bekomme ich wieder den Bogen zu den Studenten und der Lehre. Ich glaube, die Studenten, und das wird sich mit Sicherheit ergeben, wenn die Debatte über die Studiengebühren irgendwann jetzt nochmal entflammt, die Studenten wollen sehen, was da passiert. Also es muss einfach ein Entgegenkommen stattfinden. Und wenn ich jetzt über Studiengebühren spreche, worauf ich nicht weiter eingehen möchte, aber die Studiengebühren werden nur funktionieren, zum Beispiel, wenn es nicht dazu dient, zurück in die Finanzströme des Landes zu decken, sondern wenn die Studenten sehen, aha, da wird was für mich gemacht, die Qualität wird verbessert. Also im Prinzip, es muss attraktiver gemacht werden, sich verantwortlich zu fühlen. Wir werden das Saarland nicht verschönern und den Standort Saarbrücken nicht attraktiver machen, aber wir können es besonders machen. Ich fand jetzt gerade bei dieser in der letzten halben Stunde, was hier gesagt wurde, auch gerade von Frau Kneipp, die Begeisterungsfähigkeit am Lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Universität. Und was ich denke, was uns abhebt von allen anderen Bildungsinstitutionen, ist tatsächlich, dass wir an neuesten Erkenntnissen, an neuesten Forschungserkenntnissen orientierte Lehre anbieten und dass wir unsere jungen Leute zu problemlösefähigen Absolventen machen wollen, die eigenständig handelnd und nach den Kriterien der Rationalität ihren Weg gehen können. Das scheint mir schon ganz klar. Also im Unterschied zu anderen Bildungsinstitutionen zeichnen wir uns gerade eben dadurch aus, dass wir unsere Leute ausbilden müssen zu Personen, die verantwortlich Probleme lösen können, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie sie aussehen werden. Also ich denke, das Leitbild der Universität, es soll eine Art Grundlage sein, zusammen mit dem, was man auch konkret im Bereich des Entwicklungsplanes macht, wo sich die Universität insgesamt, also alle Gruppen auch dahinter stellen können. Also eine Art Definition dessen, was man unter dieser Universität versteht, wie sie sich ausrichten will und was ihre Perspektive ist. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist bei dem Leitbild einerseits die Einbindung der Gruppen, also ein Bekenntnis zur Universität, die sich aus verschiedenen Menschen, also Vielzahl von Menschen zusammensetzt, und auch die Einbindung der Gruppen in einer dann insgesamt autonomeren Hochschule. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist die Frage der Lehre, also der Betonung der Lehre bei einer gleichzeitig hohen Qualität auch der Forschung. Aber ich denke, die Lehre, Betreuung der Studierenden, das muss auch eine ganz zentrale Aufgabe oder ein zentraler Teil des Leitbildes sein.